Chef on Air. Bei Radio Frankfurt heute mit dem alten Bekannten, kann man schon sagen, oder? Thomas Schmidt ist hier. Naja. Grüß dich. Hallo. Vom Karosserie bei Schmidt. Heute ohne Lachsschnittchen, was ist denn los? Ja, hat nicht geklappt. Aber pinke Champagner schon bei uns auf der Sonnenterrasse getrunken. Aber wir sind nicht alleine heute hier. Ja. Was hast du denn da für ein Wikinger dabei? Ich hab meinen Schwiegersohn mitgebracht, der Nils. Nils, grüß dich, Nils. Ja. Darf er auch was sagen, ja, oder? Ja, richtig. Hi, grüß dich. Nils Hölzer, ne? Richtig, genau. Schön, dass du hier bist. Unterstützung bist du hier für den Schwiegerdaddy, gell? Genau. Aha, und du sollst irgendwann mal die Firma übernehmen, habe ich gehört. Kann das? Ah, sie nicken beide, zum Glück habe ich das Richtige gesagt. Was haben wir gar nicht drüber gesprochen. Er ist ja schon dabei im Sinne, schon seit zwei Jahren. Also das heißt, er wird ja eingearbeitet. Genau, eingearbeitet. Der Generationenwechsel findet schon statt. Wie das Ganze abläuft bei euch, was der Nils für ein Typ ist. Und wenn Thomas, wenn wir natürlich auch noch ein bisschen sprechen, klären wir diese Stunde. Habt ihr Bock? Auf jeden Fall. Heute gleich mit zwei Personen. Einmal der Thomas Schmidt. Grüß dich nochmal, Thomas. Fühlt sich Hallo, wohl? Hallo, guten Tag. Ja, ich fühle mich sehr wohl. Sehr, sehr gut. Und beide ist der Nils Hölzer. Grüß dich nochmal, Nils. Richtig. Hi, grüß dich. Nils, du übernimmst die Kiste hier vom Schwiegervater. Karosserie bei Schmidt in Bad Vilbel. Boilen zum Heulen. Mega Slogan, weil der bleibt drinnen. Die Leute kennen dich, können ja euch. Seit zwei Jahren bist du dort? Oder seit wann machst du das? Ganz genau, seit zwei Jahren. Mhm. Richtig. Wie kamst du dazu? Der Thomas ist ja mein Schwiegerpapa, das heißt durch die Tochter, durch die Anna, habe ich ihn kennengelernt. Liebe Grüße. Genau, gehen raus. Okay, und da hast du gleich gefunkt zwischen euch. Wie ist es denn, wenn man das Video... das muss er sagen. Er schüttelt den Kopf gerade ein bisschen. Nein, das war halt nur das am Anfang. Die hatte erst einen anderen Freund noch gehabt. Und das war dann so die Übergangssache. Da habe ich noch gesagt, nee, das ist nichts. Aber die hatte halt ein sehr gutes Gefühl für Menschen. Und da hat sie den richtigen. Wir haben also, der Nils und ich, wir haben wirklich ein super Verhältnis. So, okay. Auch zwischenmenschlich. Das ist nicht nur geschäftlich. Das Geschäftliche ist praktisch dadurch entstanden, dass wir so ein gutes Verhältnis haben. Ich habe gesagt, komm, ich helfe dir mal. Hat er damals so ein bisschen beruflich weggegangen da, wo er war. Aha. Und dann hat er gesagt, ach komm, ich kann dir helfen. Und das ist entstanden. Und wenn ich irgendwo auf die Idee komme, oh, kann der das machen, weil der hat Sachen, die ich nicht habe. Aha. Der ist halt mehr so der Kaufmann, mehr so organisiert. Und ich bin halt mehr der Handwerker, ich bin halt so der Mann für die Technik. Ich sehe Sachen, die ein anderer gar nicht sieht. Und er sieht, kaufmännisch gesehen, Sachen, die ich vielleicht gar nicht sehe. Gut, ich habe halt, was halt schon Symbiose, lange, oder? Aber es ist genau richtig und deswegen finde ich es halt gut, dass er das macht. Wir verstehen uns super. Aha. Und er ist auch jemand, der, wo man sagt, der hat Arsch in der Hose. Mhm. Er ist intelligent. Aha. Und deswegen eigentlich optimal. Ja. Ich habe immer gesucht und nie gefunden und dann kam es einfach irgendwann. Da kam zu gekommen. Dir, ne? Genau. Erst hast du ein bisschen Sorge gemacht um die Tochter? Nein, es war halt nur so, weil da halt... Ich habe selber Töchter, ich weiß auch, wie das ist als Vater. Ja, wer liebt ja seine Tochter, deswegen, wer will das Beste. Will das Beste. Aber die hat das Beste gemacht, Und zwar auch noch für dich ein Mitarbeiter oder ein Nachfolger sozusagen. Ja, genau, der das dann mal macht, weil ich habe das jetzt 40 Jahre gemacht und wenn das dann einfach, wenn du keinen Nachfolger hast... Ja. Du kannst halt einfach sagen, ich verkaufe die Firma. Die Leute sind ja gewohnt, deinen Stil, den du sozusagen geschäftlich machst. Wir sind da sehr großzügig, wir tun Probleme, wenn da irgendwas ist für den Kunden, halt großzügig behandeln. Ja. Und wenn andere kommen, so, oh, das machen wir so nicht mehr. Ich hatte es damals am Anfang, als ich das gemacht habe, so zwei, drei Jahre, als ich die Firma hatte, da ist natürlich klar, wenn du eine Firma anfängst, da ist das, hast du ein bisschen finanzielle Probleme oder so. Und dann hatte ich jemanden dazugenommen und der war eine ganz andere Schiene. Und da haben die Leute vor mir gesagt, da gehst du nicht mehr hin, da ist irgendwie, ist der komisch, der Typ. Und man muss, doch, es ist so. Ja, das ist klar. So, und wenn du jetzt jemand hast, was der sozusagen... Was er nicht kennt, frisst er nicht und er ist... Ja, das, aber es ist so, ist so ja, bisschen, ne? Und es ist jetzt so, er ist jetzt so genauso, er hat auch so die Einstellung und ist auch vor allem offen dafür, dass er jetzt es genauso weitermacht. Ja. Und deswegen, das sind wir optimal aufgestellt. Okay. Ja. Nils, willst du es genauso weitermachen wie der Thomas oder hast du auch ein paar Situationen, wo du sagst, da würde ich, glaube ich, mal ein bisschen was anderes machen? Ja, die gibt es bestimmt irgendwo. Da muss man sich mal Gedanken machen. Auf jeden Fall ist es so, wie er schon sagte, Thomas, ich sehe das ganz genauso. Mhm. Das im Zweifel auch für den Kunden immer da ist, das ist ganz wichtig. Mhm. Das heißt, wenn man ein Problem auftritt oder so, dass man sagt, alles klar, kriegen wir hin, finde eine Lösung, dass der Kunde am Ende zufrieden ist. Ja. Nicht mit einem Problem kommen, sondern mit der Lösung. Ne? Ganz genau, richtig. Wo kommst du erst, was für ein Bereich? Bist du auch Karosseriebauer oder was bist du? Tatsächlich nicht. Ich komme aus dem Kaufmännischen. Ich habe gelernt Automobilkaufmann im Autohaus. Habe dann, ich glaube, 4 Jahre als Disponent gearbeitet für Neuwagen, Gebrauchtwagen in der großen Firma. Und wie der Thomas schon gesagt hat, eher durch einen Zufall bin ich dann zu ihm gekommen. Ein Zufall, wenn ich die... Anna heißt er, glaube ich? Anna, genau. Ja. Es war so oder Schicksal. 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 Schicksal, ne?
Genau. Richtig, genau. Bin super zufrieden. Also es macht mir sehr viel Spaß. Aha. Und das Technische, da wird der Thomas mich auf jeden Fall noch gut noch briefen. Wie alt bist du? Ich werde jetzt 27. 27? Wenn du so lang machst wie der Thomas, bist du 67, wenn es in den Ruhestand geht. Oh, dann machen wir das halt. Okay. Thomas, wie alt bist du eigentlich? Das verrate ich dieses Mal nicht. Dann höre ich mal einfach den Talk von letztem Mal auf unserem YouTube-Kanal an. Weißt du, wie alt er ist? Verrat du es mir. Oder? Nee, das darf ich nicht. Thomas legt den Finger über die Lippe. Okay, also du bist aber so weit, dass du sagen, wann gibst du dann komplett ab? Nee, komplett gibt's ja nicht. Ich meine, wir machen das ja zusammen. Er ist ja sozusagen, wir haben einen Deal gemacht. Ja. Er macht die Firma und ich bin halt, ich kann mich jetzt mal, ich bin ja früher nie in Urlaub gefahren oder so. Letztes nie? Jahr? Nie. Ich war letztes Jahr 5 oder 6 Mal im Urlaub gewesen. Habe ich nie gemacht. Wow! Und das ist eine Sache, wo ich jetzt sage, ich kann mal wirklich Verantwortung abgeben, wurde dann früher, wenn ich weggefahren bin, hatte ich mir, oh je, du, ich bin nicht da. Und jetzt weiß ich, ich habe gar kein Gefühl, dass irgendwas schiefläuft. Der ist einfach da, der macht das, der kümmert sich drum, da die Verantwortung. Super. Wir haben natürlich auch eine Top-Frau im Büro vorne sitzen, die praktisch die Kundenannahme macht. Die ist genauso wie ein Terrier. Und deswegen ist es halt, nein, es ist einfach super von der Konstellation. Und wir sind jetzt so, wo ich sagen kann, ich kann mich auch mal zurücknehmen. Ich will jetzt sowieso nicht, wenn du 40 Jahre das Ding machst, da hast du keine Profilneurose mehr. Ja. Das heißt, ist mir egal. Okay. Kann andere haben. Ja. Sehr gut. Und da ist es so, wir tun einfach jetzt keinen Plan, weil je präziser die Planung, desto größer ist die Abweichung. Ja, und wenn, ja, du, wenn du jetzt sagst, okay, es gibt eine Marschrichtung, mal gucken, was passiert. Wir, genau, Weg, wir haben eine Marschrichtung, wir sagen, er macht es, da bin ich 100% überzeugt, also wirklich. Und wir gucken einfach, wie sich die Sache entwickelt. Und wenn es früher ist, ist es früher. Und wenn es später hat, später. Chef on Air bei Radio Frankfurt, heute mit Karosseriebau Schmidt, Beulen zum Heulen. Thomas, wo seid ihr? Wir sind in Bad Vilbel-Massenheim. In Massenheim? Ja. Am Stock. Ja, am Elf. Stock, genau. Die geht am Stock. Die älteste nicht. Straße im Gewerbegebiet. Ist das jetzt? Ja, das war die erste Straße, die da ist. Da ist noch eine Spedition. Da war früher eine Sportschule und so ein Steinmetz und das war's. Dann wurde das du weißt es ja, weil du bist du 40 Jahre schon dort? 82, seit 82. Genau schon. Dort auch? Genau dort. Oh, wow. Ja. Ah, ja. Ich habe die ganze Entwicklung mitbekommen da. Okay. Tankstelle, dann dieser Baumarkt und die ganzen Autohäuser noch da. Aha, aha. Ja. Wir waren am ersten da. Und wie hat sich seitdem bei dir entwickelt? Selbes Gebäude immer noch oder hast du angebaut? Und, nein, wir sind ja dann Miete. Ach so. Ja. Seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren. Immer noch die Preise von früher oder? Och, wir gehen schon. So, dein Nachfolger, den du gerade seit 2 Jahren einarbeitest, ne, der Nils Hölzer, Schwiegersohn, sitzt bei dir. Nils, du sagst immer Schwiegervater auch, du bist der Schwiegersohn. Ich bin der Thomas. Ich bin der Thomas. Ja. Nein, ich meine, dass du ihn als Schwiegervater bezeichnest. Seit ihr feierst, der Anna, du. Tatsächlich noch nicht. Ich stehe nämlich keinen Ring am Finger, ich wollte es nur mal gesagt haben. Richtig. Steht's an? Ich frage mal in die volle Kaus. Zukunft ist so geplant. Thomas, schau weg hier, du. So, Nils, Faszination Auto, ist das wirklich so deine Leidenschaft auch oder bist du da so reingerutscht? Du warst ja Autoverkäufer oder Dispo hast du gewesen? Genau, also eine Disposition war ich im Autohaus. Ja, grundsätzlich Autos schon immer interessiert, ob Sportwagen oder was ich, irgendwas anderes Großes, wie auch immer. Dann bin ich ja vom Autohaus jetzt weg, bin in der Karosserie- und Lackabteilung gelandet. Ja, ja. Und es ist halt so, ich habe halt dort, was ich früher nie hatte, und zwar ein Erfolgserlebnis. Okay. Das heißt, als Beispiel, wenn jetzt ein Auto einen Schaden hat, wird repariert, lackiert, ausgeliefert, dann habe ich etwas, nicht selber jetzt, aber die Firma hat etwas produziert, hat etwas vorangebracht, wieder etwas schön gemacht. Aha. Und der Kunde freut im Endeffekt, ich freue mich am Ende auch und das ist eine schöne Sache. Also man hat was, man hat einen Erfolg dahinter. Ja, das kann ich voll verstehen, weil du bringst dein Auto zu euch, ne, mit keine Ahnung. Was macht ihr alles? Lackschaden, Beule, Felgen sogar, glaube ich. Felgen tatsächlich auch, richtig. Mhm. Genau. Genau. Also das Auto ist kaputt, mein Liebling sozusagen und ihr pflegt es und ich komme und denke, sieht ja aus wie neu. Richtig, da kommst du vorbei, dann gucken wir uns das an, kriegst auch gleich einen Preis mitgenannt, was wir machen können. Ja. Und lässt das Auto da, gibt es einen kostenlosen Ersatzwagen. Kostenlosen Ersatzwagen? Tatsächlich. Wow, was denn für einen? BMW, 1er BMW oder ein BMW X2, das ist so ein kleinerer SUV, kann man sagen, als Automatik oder Schaltgetriebe. Okay. Also für jeden was dabei. Nils, woher kommst du? Ich komme ursprünglich aus Frankfurt, bin nach Bad Vilbel gezogen und bin auch sehr, 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 sehr froh, in Bad Vilbel zu wohnen, weil Frankfurt, das ist mir einfach zu stressig, das Ganze, muss ich sagen, und zu laut auch. Aha. Ja, ich wohne jetzt in Bad Vilbel Richtung Park und das ist schon
ist eine ganz andere Sache. Richtung Park. Richtig. Wohnt ihr zusammen Asian oder was? Nee. Thomas lacht sich kaputt. Was lachst du denn dabei so hier? Komm. Ich wohne nicht in Bad Vilbel. Ah, du wohnst gar nicht in Bad Vilbel? Nein, die Verkehrssituation in Bad Vilbel ist ja grauenhaft. Wenn da die Verkehrsplanung macht, nein, wirklich Katastrophe da. Okay. Deswegen, Bad Vilbel möchte ich nicht wohnen. Wo wohnst du? Ich wohne jetzt in Offenbach leider. Ach du. Nein, ist aber sehr schön. Ich wohne am Hafen. Ich und liebe ist schön. Nein, ist schön. Das ist wirklich schön, ja. Ich wohne am Hafen. Das ist eine wunderschöne Gegend da. Mit Blick auf den Hafen, ne? Direkt auf Wasser drauf, ja. Direkt. Ah, geil. Wunderbar. So wie hier der Ausblick hier, nicht ganz so hoch, aber guck aufs Wasser. Das heißt, Mehrfamilienhaus wohnst du mit einem Loft oben, oder? Schön. Also das Bürohaus ist das, wo ich da wohne. Ah. Ja, aber ich darf nicht so viel sagen. Und anderes Thema. Nein, jetzt bleiben wir erstmal bei dir. Du hast ein neues Auto, habe ich gehört. Mit 828 AT, mein lieber Freund. Was hast du dir da angelacht, sag mal? Ja, du bist Autobranche. Ja, ich bin Autofreak, deswegen kann ich jetzt offen dazu stehen. Also ich bin halt ein Freak und ich habe halt so einen Mercedes GT, so einen Viertürer. Mhm. Und na gut, da haben wir noch ein bisschen ein paar PS mehr gemacht. Nils, merkst du, wie er sich aufrichtet gerade? Nein, ja, es ist ja so. Aber das ist ja so, ich meine, wenn ich jetzt nicht so ein Freak wäre, wäre das natürlich auch nicht gut fürs Geschäft, weil. Also bitte, du kannst natürlich nicht mit einem klapprigen Polo daherkommen, oder? Ja, das geht halt, ist schwierig. Aber das ist halt immer so, jemand, der die Sache liebt, macht sie besser. Ja. Wie jemand, der sagt, oh ja, das mache ich jetzt, um Geld zu verdienen. Das Geld war ja bei mir nie so im Kopf gewesen. Mhm. Das ist ein Nebenprodukt. Machst eine gute Arbeit, verdienst du Geld. Ja. Und jetzt ist ja zum Glück der Nizza, der haut mir ein bisschen auf die Finger, wenn ich dann so viel Geld ausgebe oder zu großzügig bin. Ehrlich? Das macht ja unsere Frau Billasch auch. Die ist ja auch da vorne, die da sitzt, die macht das auch sehr gut. Euer Terrier, wie das eben. Nein, ist ja wirklich so. Die ist auch, mit der habe ich ein sehr gutes Verhältnis, weil sie ist einfach so, mit der kann ich, wenn irgendein Problem ist oder Sache zu besprechen ist, dann ist es so, dass sie da wirklich Tacheles. Emotionslos die Sache sehr bedacht mit mir bespricht, was eine super Sache ist. Und Chef on Air bei Radio Frankfurt heute mit dem Thomas Schmidt und dem Nils Hölzer von Karosseriebau Schmidt in Bad Vilbel. Beulen zum Heulen am Stock 11. Recht schnell zu erreichen, ne? Die A661, glaube ich, Ausfahrt. Dann die Bad B3 Vilbel. Und dann Abfahrt links, Massenheim, bis wir gleich Kreisel. Da. Nächste rechts. Vom Verkehrschaos fern sind wir. Sehr gut. Bad Vilbel Verkehrschaos. Ja. Aber die Leute kommen auch aus Frankfurt zu euch? Oder ja, wir haben viele aus Frankfurt eigentlich. Also die meisten Leute kommen von auswärts, weiß auch nicht warum. Mhm. Aber die meisten kommen wirklich von auswärts, ja, tatsächlich. Ihr sucht noch Leute, wir haben es eben angesprochen. Ja, ne? Wir brauchen unbedingt noch einen jungen Karosseriebauer zur Montage und vielleicht so ein bisschen zum Ausbeulen. Oder auch einen Mechatroniker, ein Junge. Das wäre auch. Es kann auch ein Mädchen sein, da würde ich mich auch sehr drüber freuen, weil wir haben jetzt auch als Lackiererin ein Mädchen eingestellt. Das heißt, Mädchen, jung, ich bin ja etwas älter, eine junge Frau. Ja, und wirklich, ich finde es toll, weil wenn Frauen sowas machen, die machen es wirklich besser, weil die haben den Beruf gemacht, weil sie es wollten. Gegen den Widerstand der Familie. Ah. Und da habe ich immer nur die Erfahrung gemacht, dass Frauen, wenn die das machen, die waren immer top gewesen, wirklich. Mhm. Also verantwortungsvoll, im Detail sehr genau und zuverlässig. Sehr und gut. Es ist halt bei Männern schwierig. Also wir haben die letzte Zeit haben mehrere gehabt, jetzt als bei der Montage sind wir auf die Nase gefahren. Die haben Dinge gemacht, wo es Schmerzen gab, ja. Okay. Und deswegen ich suche dringend einen, vielleicht ist ja eine. Ein oder eine? Eine wäre mir lieber vielleicht. Karosserie-Schmidt.de sind die Kontaktdaten, genau. Ne? Ja. Ah. Ja. Was macht die Anna beruflich? Ja, die ist ja studiert, ja. Deswegen, immer noch, natürlich, das geht ja nicht so schnell. Ja, keine Ahnung, was macht sie denn? Die macht Wirtschaftspsychologie, aber die ist jetzt, glaube ich, Ende des Jahres fertig. Wirtschaftspsychologie? Ja, das ist doch gut. Personal ist doch das Problem der Zukunft. Das sehen wir doch am eigenen Leib. Und wenn sie das macht, die kann auch gut Menschen einstellen. Sieht man am Nils, bestens gemacht. Ja, bestens herangeholt und, für sich und den Vater. Damit bitte? Die Firma für sich und den Vater das Beste rausgeholt, genau, damit die Firma genau. In der Familie bleibt. Ne? Ja, ja. Genau. Und ja, die wird das schon machen. Also ich habe da auch keinen Plan mit dir, weil das hat ja auch keinen Sinn, dass du sagst, die hat mal früher gesagt, ach, das interessiert mich nicht, Autos. Die ist zwar auch so aushilfsweise ein bisschen da, aber das ist halt nicht so ihr Ding. Und deswegen, die muss ihren eigenen Weg finden. Ja. So, Nils, der Thomas fährt einen 828 PS
GT, was willst du? Ja, ich nicht, irgendwann vielleicht. Eine schöne A-Klasse Mercedes, tolles Auto. Aha. Sehr, sehr schönes neuere Auto. Hoffentlich, nicht die alte. Nee, das ist tatsächlich neuerer, die hatten da mal irgendwie die super. Echt-Test. Genau, die hatte so ein Hybridfahrzeug. Ist auch schön. Auf jeden Fall. Ja. Und das auch als Limousine, sehr schönes Auto. Mhm. Also kann man nicht sagen, toll. Was ist dein Traumauto? Bist ja auch ein Auto-Nerd, wie dein Schwiegervater. Ganz ne? Genau, richtig. Ja. Auch ein AMG tatsächlich. Das entscheidet sich dann. Ich meine, gut, die Zukunft ist ja das ändert sich ja alles auf die Produktpalette. Ich habe nicht gesagt, was du dir mal kaufen willst. Dann würde ich sogar sagen, aktuell der GTC, das ist vom Thomas, der GT, aber als Coupé, als Zweitürer. Aha. Sportwagen, das ist ein Auto, was schon immer sehr gut gefallen hat. Ja. Definitiv. Der Thomas spricht nicht so gerne über seine Errungenschaften. Ne? Thomas, du arbeitest wie ein Brunnenputzer. Du darfst dir doch so Dinger leisten hier. Nee, so schlimm ist es ja bei mir nicht. Also ich bin ja kein Workaholic. Ich bin immer so durchgerutscht. Stopp. Du hast gesagt, du machst es seit 40 Jahren und warst nie im Urlaub. Ja, aber ich kenne ja Leute, die sind morgen um 7 in der Firma und gehen abends um 7 raus. Also so ein Typ war ich nie gewesen. Also ja, ich bin jemand, ich komme morgens um 9:30 bin ich früher immer gekommen, schon immer. Aha. Und ja gut, dann war ich früher war schon länger gearbeitet, aber heute bin ich oft wieder weg. Jetzt warst du 5-mal im Urlaub letztes Jahr. Ja, wo so warst du denn überall? Noch, schon, oder ja, immer ja, so kurz, naja, ich bin mir selber natürlich. Mallorca, 4-Sterne-Hotel direkt am Flughafen. In Schwarzwald, ne? Nee, was machst du denn so, nein, wenn du also wir waren in Den Haag waren wir zweimal gewesen. Wer ist wir? Die Frau und ich, also die Freundin. Oh. Und also Den Haag finde ich sensationell, wirklich da. Ich bin ja Autofahrer und wenn du hier in Deutschland bist mit dem Radfahren, hast du immer so diese Feindschaft, ist da, wo man so sich so empfindet. Mhm. Und wir waren da ins Hotel gegangen, da haben die auch Räder verliehen und haben wir jeden Tag ein Fahrrad geliehen und sind nur mit dem Fahrrad gefahren. Wir sind null Auto gefahren und das fand ich sensationell. Die gehen da ganz normal, da fahren Elektrorolle, Motorrolle, Fahrräder und das finde ich echt toll. Und also Den Haag, super. Aber du warst nicht 5-mal in Den Haag. Wo warst du noch? Nein, wir waren 2-mal in Den Haag, dann waren wir am Tegernsee, dann waren wir gewesen da. Ich weiß gar nicht, da in. Fliegst du gar nicht? Oder na, auch mit dem Auto gefahren. Ja, wir waren in Gran Canaria waren wir gewesen. Ach, an Weihnachten hier mit Familie, die Anna dabei, der Nils dabei, dann die Violetta mit ihrem Sohn, dem Michael. Das ist deine Freundin? Oder ja, genau. Und da waren wir dann da eine Woche. Das war schön, auch ein schönes Hotel. War super gewesen. Wow. Ja. Haben wir einen Familienausflug mal gemacht. Lässt es gut gehen. Na, endlich, Nils. Hey, du machst es schon ein bisschen anders. So regelmäßig Urlaub ist schon wichtig, oder? Mal eine Auszeit. Grundsätzlich ja. Ich tatsächlich habe jetzt auch als Freundin gesagt, ich will eigentlich gar nicht in Urlaub, weil ich habe so viel zu tun und will, dass das funktioniert. Aha. Und will erstmal, wie sie Gas geben, was aufbauen. Da freut er sich. Thomas sehen, der nebendran die Fäuste ballt und sich freut. Jawohl, der Nils macht richtig. Chefs on Air hier bei Radio Frankfurt heute mit dem Thomas Schmidt und Nils Hölzer vom Karosseriebau Schmidt. Beulen zum Heulen, Bad Vilbel. Ich sag die ganze Zeit, Chefs, ist er schon Chef? Nein, er ist natürlich noch kein Chef. Bist immer noch. Der muss sich den Orden muss er sich erstmal verdienen. Aha. Wie lange muss er den Brunnen noch putzen, um den Orden zu bekommen? Der muss ja keinen Brunnen putzen, der macht ja schon die Tätigkeiten. Ah. Also der ist ja schon weisungsbefugt. Aber das, wenn ich sage, ich bin der Chef, das ist ja eine Sache, das ist ja. Ist halt so, ne? Ich meine, du hast es 40 Jahre Das ist halt das letzte so, Wort, macht der Chef das letzte Wort, ja. Das sieht ja nicht so aus, ganz genau, er nickt. Ja. Ja. Wir müssen ganz dringend, Thomas, jemanden grüßen, der das letzte Mal, als du da warst, ein bisschen sauer war, weil du hast davon gesprochen, dass der wichtigste Mensch in deinem Leben, du kannst jetzt nochmal, meine Tochter, meine Schwester, die haben wir völlig unerwähnt, weil die macht jetzt auch schon fast die ganze Zeit, ich hatte ja früher einen Partner, ich sag mal, der war 3 Jahre und dann hat meine Schwester die Buchhaltung gemacht. Aha, okay. Und die macht es wirklich perfekt, wirklich super, sehr präzise, sehr genau. Wie heißt denn die Schwester? Die Stefanie. Steffi. Ganz liebe Grüße aus den Skyline Studios. Du bist die allerbeste. Nein, die ist wirklich perfekt. Super. Ja. Und es ist bei ihr ist auch nonverbal. Wir gucken uns an, da wissen wir schon, was wir reden. Ja. Ja, ist sie jeden Tag da oder so? Nein, die macht jetzt ja Homeoffice. Sie ist einmal die Woche, ist halt dann 3-4 Stunden da und macht so guckt immer, die macht auch die Materialbestellung. Die hat es jetzt genau im Griff, was wir brauchen und so. Also perfetto. Es entwickelt sich so richtig zum Familienbetrieb. Ja, ist dann schon, nein, das ist entwickelt. Das ist ja ein Familienbetrieb gewesen. Also ist dann natürlich gut, dass der Nils jetzt auch Schwiegersohn mit drin, dass die Familie da drin bleibt. Das ist
ist schon gut. Ja. Aber gut, meine Schwester, die will halt jetzt auch dann langsam damit aufhören. Die ist ja auch schon etwas älter und da haben wir jetzt auch eine eingestellt, die Corinna. Die ist auch eine ganz liebe und auch eine fleißige Frau. Und ich denke, dass die das dann halt so weit, sagen wir, dass meine Schwester dann nur noch so ein bisschen Finanzen macht und die Rechnung, Erstellung und die Buchhaltung soll dann in Verbindung mit dem Steuerberater dann die Corinna machen. Nils, du bist jetzt seit 2 Jahren dabei, wenn ich richtig in Erinnerung habe, innerhalb der Stunde. Genau. Team ist geil, oder? Was man so hört, super, wie ihr so sprecht und so. Ne? Definitiv, wir haben tolle Mitarbeiter. Wir haben den Miro zum Beispiel bei uns, der macht die Karosserie, der baut die Autos zusammen. Ja. Der ist eigentlich sowieso Allrounder, kann man sagen. Entschuldigung. Ja. Das heißt, ich zum Beispiel habe ja vorhin erzählt, dass ich ja was Produktives auch mache, das heißt Felgen abdrehen, CNC-Felgen, wir lackieren ja auch normale Alufelgen und wir haben einen Lackierer, der das normalerweise macht, also die Lackierung. Ja. Und wenn jetzt mal ein Engpass ist oder ähnliches oder einer krank wäre, dann springt er auch ein. Also der kann mehr, als er sozusagen von sich manchmal auch denkt. Unfallinstandsetzung von PGW macht hier Instandsetzung und Lackierung von Felgen. Ich habe doch tatsächlich mit meinen geilen Alufelgen Rechtskurve ein bisschen eng genommen, scheiße Randstein. Kratzer. Ja. Was kostet es bei euch, so 2 Felgen entstanden? Wenn es Aluminiumfelgen sind, der normale Preis sind 200 Euro inklusive Steuer. Für beide oder pro Felge? Pro Felge. Aha. Das heißt mit Lackierung, mit dem kompletten Programm, mit Wuchten am Ende, Reifen wieder draufziehen, fahrbereit. Das wird dann zum Beispiel einer unserer Mitarbeiter, der Assis, machen. Der wird die Felgen so schleifen, dass die wieder top aussehen, dann werden sie lackiert und dann ist der Schaden komplett weg. Der Assis, das ist ein sehr treuer Mann, der ist seit 97 bei uns, ältester Mitarbeiter. Wow, der Assis. Gar nicht schlecht. Ja. Liebe Grüße. Top, ne? Mann, ja, liebe Grüße. So, Thomas, nochmal kurz zu dir. Hobbys sind, weiß ich schon von damals, gut essen. Ich habe abgenommen, wie du gesehen hast. Ja, aber man kann doch gut essen und dabei abnehmen, oder? Vor allem, wenn man wie gestern bei dir das Dessert nicht geliefert bekommt. Wir dürfen ja sagen, wir gehen ja mittags, der ist ja auch jetzt bei Sacharabini, gehen wir mittags immer. Immer? Ja. Oh, und ist ein volles Luxusleben, was ihr führt. Ist schon, ja gut, du musst ja essen. Wenn du jetzt abnehmen willst, wenn du abnehmen willst, darfst du nicht den Fehler mal sagen, ach, ich esse nichts, ich esse mal einen Hamburger, ich esse Pommes oder eine Pizza. Das heißt, wir gehen da hin, die wissen das schon, wir essen, also ich esse weniger Fleisch und dann machen die das wirklich und so, dass das auch wenig Kalorien sind, dann esse ich richtig, da trinken wir auch vielleicht mal einen Wein dabei, nehmen ein Dessert und abends dann nichts mehr essen, also nur vielleicht eine Kleinigkeit und dann kannst du Gewicht halten. Machst du das auch so nichts? Zusammen essen gehen, richtig, tatsächlich. Nee, so essen wie er, nur mittags irgendwie so? Nee, also gut, ich esse morgens zum Beispiel gar nicht. Gar nicht? Ich esse erst zur Mittagszeit und abends halt. Ich esse im Gegensatz zu ihm halt eher doch viel Fleisch. Okay. Für Sportgetreue halt auch. Fürs Krafttraining, Ausdauersport. Ich wollte gerade, wie groß bist du erstens? 1,94. Boah, ganz schöne Hühner, gell? Ja. Das sagt der Wikinger, sagt der Wikinger. Auch schön Vollbart, hier strahlend grüne Augen sind es, glaube ich. Grün-blau, genau. Oh, gelber Streifen ist auch drin. Und dann auch noch ein richtiger Schrank, also Krafttraining. Ist Sport dein, Fitness dein Sporttraining oder was machst du? Genau, also Fitness, richtig. Also Fitness, Kraftsport ist ja mir das Hauptmerkmal. Tatsächlich mache ich auch Ausdauersport, Boxen oder auch Laufen. Oh. Und ja, es macht mir richtig Spaß und das passt auch sehr gut. Könntest du also eine Beule aus der Karosserie auch rausboxen? Eher einen reinhauen. Nein, rausboxen. Oder anderen, ja, Quatsch. Nee. Kunden ranschaffen. Das macht dann der Miro fachmännisch. Ah, okay. Das macht er wie sie besser. So Leute, die beiden suchen noch dringend einen Mitarbeiter für was nochmal? Haus nochmal raus? Genau, Mechatronik, Montage, Karosseriearbeiten. Wunderbar, ich drücke euch die Daumen. Meldet euch unter karosserie-schmidt.de. Das ist die Homepage vom Karosseriebau Schmidt. Beulen zum Heulen am Stock 11 in Bad Vilbel. Der Thomas Schmidt und der Nils Hölzer, der das Ganze mal übernehmen wird, waren heute unsere Gäste. Danke, dass ihr hier wart. Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank.